Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Malfein und heute zeige ich euch etwas aus meiner Star Wars Sammlung. Ein weiterer Burger King Clue 2005 zur Episode 3. War hier noch für die kleineren Kinder dann ein paar Actionfiguren. Hier mit einem Beipackzettel zu den Funktionen der einzelnen Figuren. Hier mit R2-D2. Yoda, Chewbacca, C-3PO, einen rasenden Falken und Darth Vader. Als erstes nehmen wir mal uns den in die Jahre gekommenen bzw. vergilbten von Sonnenlicht typisch Weiß und Weichmacher, R2-D2 hervor, der an der Unterseite hier zwei Räder hat und am Kopf einen Pfeil, den man in eine Richtung drehen soll. Machen wir mal. Als zweites war ein kleiner grüner Gnom dabei, und zwar Yoda, der bewegliche Füße hatte und hier einen riesengroßen Knauf. Schauen wir mal, wenn wir ihn aufdrehen. Ob auch das macht, was er machen soll. Jawohl, Yoda mit Backflip. Die dritte etwas seltsam erscheinende Chewbacca-Figur und war wahrscheinlich auch die langweiligste von der Reihe hier, von den Features. So eine kleine aus Stofffilz, was auch immer, Puppe mit einem hier Popo-Schlitz, den man alle möglichen Richtungen bewegen kann, mit einem Drahtgestell innen drin. Also ein kleiner Verbiege-Chewbacca. Ja, ist jetzt nicht der Renner gewesen, aber okay. Gehörte halt dazu. Die nächste Figur, fast 7 Zoll, 15 cm ungefähr. Großer C3PO, der hier eigentlich schön zusammen golden glänzt, ein bisschen Bewegungsaktionen hat folgenden Effekt, und zwar drückt ihn auf den Kopf, und er lässt alles von sich fallen. Die Beine separat und die Arme, und die können dann natürlich auch wieder angesteckt werden. Auch in die Jahre gekommen, gut. Das Bein. Oh, falsch rum. Na gut, hat bestimmt Chewbacca geholfen. Komm mal auseinander. Das vorletzte Spielzeug war ein rasender Falke, der zwar mit Batterie betrieben war, aber ich habe hier zwar das Batteriefach rausgebracht, aber ich bringe die Batterie nicht raus, ohne es zu zerstören. Leider sind die Batterien leer bzw. ausgelaufen, aber es soll der folgende Effekt sein, und zwar wenn man ihn rollt, dann war hier hinten blaues Licht zu sehen, ähnlich den Antrieb eben des Falken. Hier auf der Erklärung sieht man es. Also man schob ihn praktisch mit den Rädern an und hinten leuchtete es auf.
Ja, ansonsten schön detailreich, von der Oberseite zumindest. Gebrauchsspuren in Grau. Die Unterseite wurde nicht so bemalt, aber okay. Und die letzte Figur, der allseits beliebte Darth Vader, der wirklich die gleiche Größe hat wie die von Hasbro produzierten Figuren, aber halt nichts mit ihnen zu tun hat, kommt hier mit einem sägeähnlichen Lichtschwert, das man per Knopfdruck hier hinten nach oben und unten schlagen kann. Der Kopf ist drehbar und das war es eigentlich auch schon. Steht hier auf einem Sockel. Ja. So, das war's mal wieder für heute. Vielen Dank für eure Geduld. Danke fürs Zuschauen und vielleicht sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Tschüss, macht's gut.